Hofbäckerei Edeker Dax. Erstmals 1569 wurde das ursprüngliche Backhaus urkundlich erwähnt und befand sich noch in der Sporgasse Nr. 15 in der Nähe der Stiegenkirche. Auch der heutige Standort in der Hofgasse 6 ist nicht weit von der ältesten Grazer Pfarrkirche entfernt. 1880 erwarb Franz Dax III. Das Backhaus und ließ es zu einer angesehenen Bäckerei ausbauen. Im Jahre 1883 beliefert die Bäckerei Dax anlässlich des Kaiserbesuches von Franz Josef erstmalig die Hoftafel. Den Titel eines K&K-Hofbäckers erhielten die Inhaber der Bäckerei 1888. Der Tischler Anton Irschig stellte im Jahre 1896 das wunderschön geschnitzte Holzportal her. Es ist heute noch erhalten und ein Anziehungspunkt für alle Graz-Besucher.